Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen auf dem Hüdagul-Kanal. Mein Name ist Markus Gersting und wir haben spätabends, sonntagsabends. Das heißt, es ist natürlich wieder Zeit für eine Teelänge. Herzlich willkommen. Ja, ich habe vorhin einen neuen Trailer eingesprochen für so die für das Begrüßungsvideo auf diesem Kanal. Und ja, wenn man das macht, dann denkt man sich natürlich auch so ein bisschen drüber nach, halt. Was stellt man hier eigentlich vor? Was macht man hier eigentlich? Und ja, ein Punkt ist natürlich halt, die meisten sind wahrscheinlich wegen der Peri-Rodan-Rezensionen hier. Das ist die aktuelle halt, Robert Corvus, Ewig lebe der Ganyu. Ist natürlich in den Videos unten drunter zu finden. Ich denke, im Abspann kommt auf jeden Fall nochmal ein Link wahrscheinlich auf das Video. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ich denke, das Thema Panyasen ist damit abgeschlossen. Da hatte ich, glaube ich, in der Rezension auch einiges zu erzählt. Ich glaube, das war recht erschöpfend. In der Teelänge davor auch schon mal so ein bisschen mehr. Und ja, ich hatte mir noch so zwei Zettel gemacht, halt einmal, wenn man halt seinen Kanal nochmal vorstellt, ist natürlich immer so die Frage halt, was ist Hüdagul? Warum sollte man das lesen? Und die Frage ist halt auch, warum liegt halt? Ne? Das ist halt. Ist halt immer die Frage auch, warum lesen halt Leute überhaupt Bücher? Warum lesen Leute Science Fiction und warum halt lesen Leute epische Science Fiction? Das würde ich dann, ich hatte immer sonst gesagt, es ist Far Future, aber ich glaube, so epische Science Fiction, ja, trifft es vielleicht ein bisschen mehr. Das geht halt auch einfach darum, halt in eine fremde Welt abzutauchen, sich entführen zu lassen halt. Und ja, also es geht um Sense of Wonder, es geht um Far Future. Es geht um das große Abenteuer natürlich, was auch immer mit drin sein muss, halt sonst ist es ja langweilig. Ne? Und ja, es geht aber vielleicht immer so ein bisschen um Flucht aus der Realität. Es geht so ein bisschen so um Urlaub vom Leben halt, einfach mal zu entspannen halt, ne? Mal für ein, zwei, drei Stunden die Welt um sich herum zu vergessen und ja, einfach ein bisschen Spaß zu haben. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ja, das kann man mit Peri Rodan machen, das kann man natürlich auch mit den zwei anderen Eckpfeiler noch machen mit der Dune-Serie, mit also dem Dune-Roman ich, oder dem Wüstenplaneten. Mit Werner Winch würde ich euch auch empfehlen. Ist wirklich ein toller Roman. Hat Nebula gewonnen und das ist immer ein gutes Zeichen für einen Science-Fiction-Roman. Den kann man sich definitiv auch mal geben halt, ne? Das finde ich wäre so ein bisschen, weil das Exotische mag. So eine ganz große Bühne. Tolle Aliens, wirklich. Die Aliens in Werner Winch, ein Feuer auf der Tiefe, müssen sich definitiv nicht vor Peri Rodan verstecken. Es gibt Superintelligenzen in verschiedenen Zonen aufgeteilt halt und das ist schon ein super toller, spannender Roman. Ja, und dann habe ich mir so mal aufgeschrieben für die Teelänge. Ja, Peri Rodan hat natürlich auch Vorteile, aber hat Peri Rodan vielleicht auch Nachteile halt? Ne? Ist es vielleicht schlechte Lektüre? Hat es vielleicht einen schlechten Einfluss? Ne? Und ja, so als langjähriger Leser würde ich vielleicht erstmal sagen, nein, auf gar keinen Fall. Allerdings gab es so auf meinem ersten Lehrgang in Wolfenbüttel ein etwas einschneidendes Erlebnis, was ich vielleicht einfach mal zum Besten geben möchte halt. Ne? Und zwar, ich hatte meine Leseprobe vorgelesen halt, ne? Und dann platzte einem Dozenten förmlich der Kragen, so Scheiß, so schreibt doch heute kein Mensch mehr. Und ja, derjenige war Klaus Norbert Frick, der Chefredakteur der Serie. Und ja, also ich glaube, man hat mir damals angemerkt, dass ich doch hart Peri Rodan geschädigt war. Ich habe dann, ja, man hat mir, glaube ich, so ein bisschen nachgesagt, ich schreibe so ein bisschen wie. Ja, wie die frühen Ära-Volz-Romane vielleicht, dass man so sagt, halt die 500, 600, 700er in dem Bereich. Also nicht ganz ultra hölzern, aber auch etwas retro, sagen wir es mal einfach so. Ja, und ja, also von daher, wenn man jetzt wirklich zu viel Peri Rodan liest, ich glaube, der Schreibstil färbt schon so ein bisschen ab. Vor allem die früheren Werke, die sind natürlich auch in ihrer Zeit verhaftet halt. Ne? Die sind so geschrieben, wie das damals Stand der Dinge war, beziehungsweise Stand einfach, wie man in einer Heftromanserie schreibt. Und ja, das hat sehr gut funktioniert. Peri Rodan ist weggegangen wie geschnitten Brot. Und also ich glaube, nicht umsonst ist die Serie so langlebig, aber ja.
viele Verbreitung. Ja, es ist natürlich immer die Frage, was für eine Art von Science Fiction ist das, was für eine Art von Literatur ist das? Ich glaube, Perry Rhodan soll natürlich auch vor allem unterhalten halt, ne? Es soll halt nicht die großen philosophischen Diskussionen anregen. So ein paar Dinge sind drin, definitiv. Das lässt sich nicht leugnen. Allein im Anfangsroman halt schon. Es wird halt der Kalte Krieg angesprochen, halt, ne? Die Gefahr halt, sich selber durch einen Atomkrieg zu vernichten, wird angesprochen. Und ja, Perry Rhodan löst das auf seine eigene Art und Weise, mit viel akonischer Supertechnik natürlich. Und ja, die haben wir nicht überall. Und ja, das ist dann so. Ja, was gibt es sonst so Schönes? Also ich habe ja immer gesagt, halt, ich habe ja vorhin auch nochmal das Willkommensvideo gemacht und dann so ein bisschen überlegt, halt, wie würde ich jetzt meine eigene Serie, meine eigenen Romane jetzt verorten? Ich denke mal, ich bin schon beeinflusst von dem, was ich lese natürlich. Ne? Was nicht heißt, dass man das einfach eins zu eins kopiert, sondern einfach halt sich inspirieren lässt, sich vielleicht auch ein bisschen den Horizont erweitern lässt, halt, ne? Oder sich erweitert, halt, indem man das liest und es aufnimmt und denkt sich, ja, war eine gute Idee, war vielleicht keine gute Idee oder die Idee war gut, aber so die Umsetzung, ich würde das jetzt anders machen. Und ja, ich glaube, das ist so der Moment, in dem dann die eigene Kreativität einsetzt, die eigene Schöpfungstiefe anfängt und ja, die anderen beiden, also die Dreieckpfeiler, auch glaube ich, auf denen so ein bisschen ich meine Serie verortet habe, ist zum Beispiel halt einmal natürlich Perry Rhodan und ja, dann gibt es auch die zwei großen. Eins der großen Werke, das ist natürlich Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert, ein epochales Werk, ich glaube mit Abstand das meistverkaufte Science-Fiction-Werk überhaupt, wirklich ein Klassiker, ich glaube ein Buch, was man gelesen haben sollte. Es ist natürlich nicht ganz trivial zu lesen halt, das ist so, ja, es ist so, es ist. Man merkt halt, es ist keine Gebrauchsliteratur halt, ne? Das ist schon wirklich Literatur, wo man sich jemand lange Gedanken drüber gemacht hat. Und eine der großen Dinge der Fantastik, da gehört Fantasy und Science Fiction dazu, ist natürlich der Weltenbau. Das heißt, man muss ein in sich konsistentes, in sich stimmiges Weltbild aufbauen, das sich halt von der Realität unterscheidet oder von der scheinbaren Realität, also so einen gewissen Strangeness-Faktor aufweist und damit es halt etwas Exotik gibt. Oder halt auch dann im Science Fiction natürlich einfach zu sagen, okay, wir ändern einen Parameter, gucken, was passiert. Wenn die eine Situation, wie sie jetzt ist, spinnen die weiter, extrapolieren die in die Zukunft und überlegen uns was, wie sähe das aus, wenn das so weitergeht halt. Ne? Das ist schon spannend. Dune treibt das auf die Spitze, es geht sehr, sehr, sehr weit in die Zukunft. Wir halten uns im Jahr 10.091 neuer nach Gilde auf. Und wenn man dem so glaubt, sind das dann locker 20.000 Jahre in der Zukunft. Und ja, vieles hat sich geändert, vieles ist aber auch gleich geblieben, vieles ist auch wieder zurückgerollt ins Mittelalter, in den Feudalismus halt. Ne? Wir haben einen Kaiser, der halt über alles reagiert. Wir haben große Häuser. Und ja, das hat dann schon wieder so einen Hauch vom Mittelalter. Viele halten das dann vielleicht auch so ein bisschen für Fantasy, trifft es aber nicht ganz, weil wir haben natürlich jetzt bestimmte Bedingungen halt, die dazu geführt haben, dass sich diese Gesellschaft jetzt so entwickelt. Und wir haben die Gilde halt, ne, die das Raumfahrtmonopol haben. Wir haben das Gewürz, das ist halt eine Substanz halt, die alles antreibt in diesem Universum halt, ne, die es den Navigatoren der Gilde erlaubt, den Raum zu falten und heil in einem Stück anzukommen. Die Bene Gesserit halt erlaubt, quasi ihre Körperchemie anzupassen halt und die Agonie zu durchleben und dann auch wirklich in die genetischen Erinnerungen oder die Erinnerung quasi ihrer ganzen weiblichen Vorfahren aufzurufen. Und ja. Ja, ist ein toller Roman, also guckt auf jeden Fall mal rein halt, wenn ihr noch nicht kennt. Es lohnt sich halt. Es ist natürlich nicht ganz trivial zu lesen, man muss es sagen, man muss sich Zeit nehmen. Man muss sich auf jeden Fall auf diese Welt einlassen halt. Und das ist bei epischer Science Fiction, würde ich sagen, auf jeden Fall immer so. Man muss sich fallen lassen, man muss sich auf diese Welt einfach einlassen halt. Ne? Das ist so. Ja, noch ein weiterer Pfeiler halt meines Science-Fiction-Kosmoses ist natürlich Werner Winch, Ein Feuer auf der Tiefe. Das ist auch so ein Roman, den man, glaube ich, anmerkt, dass da jemand länger gefeilt hat am Weltenbau. Es gibt ein komplexes Weltbild, weil es gibt
Zum Beispiel Superintelligenzen, wie man sie ähnlich aus Perry Rhodan kennt, die sind allerdings jetzt quasi technologisch entstanden. Werner Wünsch ist immer stark im Transhumanismus unterwegs. Es geht so Richtung halt, wie entwickelt sich KI weiter halt, macht KI irgendwann den Menschen mal überflüssig und ja, das steuert dann nach seiner Theorie halt auf die Singularität zu. Da hat er ein paar Papiere zu verfasst. Es gibt eine eigene Glaubensrichtung in den Staaten. Ja, hat so ein bisschen natürlich einen schrägen Touch. Das gibt natürlich so ein bisschen Beigeschmack dabei, aber ich finde, das Buch ist schon definitiv lesbar. Und ja, dieses Dilemma ist im Buch, finde ich, wirklich schön gelöst, indem es gibt halt unterschiedliche Zonen der technologischen Möglichkeiten. Also die Galaxis, je weiter man sich von der Galaxis im Kern entfernt, je weiter man in den Randbereich kommt, desto mehr ist möglich halt. Und ja, es gibt halt um den Galaxiskern rum, also schon ein ganzes Stück weiter, ich würde sagen fast die Hälfte, gibt es die gedankenleeren Tiefen. Das heißt, dort ist nicht mal intelligentes Leben möglich, weil halt die Leute verdummen, wenn je näher diese dem Galaxiskern kommen. Dann in der Zone, in der wir uns aufhalten, so 2 Drittel vom Galaxiskern entfernt, ist das langsam. Da ist halt ganz normal menschliches, intelligentes Leben möglich. Technik, wie wir sie haben, ist möglich. Man kann nur mit Unterlichtgeschwindigkeit reisen. Das liegt darum einfach an den Eigenschaften dieses Raumsegmentes. Und ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter nach außen gehen, noch so ein ganzes Stück, ein paar Lichtjahre zum Rand der Galaxis zu, ein paar hundert, paar, paar tausend Lichtjahre. Ja, da kommen wir ins Jenseits. Das ist die Zone, in der dann etwas mehr Technik möglich ist, in der überlichtschnelle Raumfahrt möglich ist und bessere Vernetzung möglich ist, überlichtschnelle Kommunikation möglich ist. Und ja, in der Zone entspannt sich dann auch so ein Galaxie umspannendes Internet, nennen wir es mal einfach so, halt das Netz der 1000 Lügen. Wirklich sehr hellsichtig, der Roman. Also ich glaube, also Werner Winch war Professor an einer kalifornischen Universität, ich glaube sogar San Diego, wenn ich mich nicht vertue. Ich müsste nochmal nachgucken. Auf jeden Fall weiß der Mann definitiv, wovon er redet. Und ja, das ist halt, ich glaube, wer verstehen will, wie das Internet funktioniert, wie es tickt, wie Desinformation funktioniert, wie unterschiedliche Zugänge funktionieren, wie unterschiedliche Sichtweisen funktionieren, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick ins Buch werfen. Es lohnt sich definitiv. Der Mann weiß, wovon er redet halt. Und ja, die Technologie wird weitergesponnen und ich hatte den Singularitätsgedanken schon mal weiter aufgeführt. Ja, wenn man noch weiter in den Rand der Galaxis kommt, wirklich halt in dem Bereich, wo fast wenig Sterne noch da sind, wenig Systeme vorhanden sind, dann kommen wir ins Transcends. Dort sind quasi Superintelligenzen, technologische Superintelligenzen möglich. Und ja, die entwickeln sich dort, die stehen über den Dingen halt, ne, sind sehr, sehr mächtig und allerdings auch kurzlebig. Im Prinzip war natürlich sich ihr Lebens Ablauf so dermaßen beschleunigt hat, dass sie natürlich innerhalb kürzester Zeit sehr viel Verarbeitungsdurchsatz haben, halt sehr viel Leben. Und ja, die werden meistens so maximal 10 Jahre alt und dann verlieren sie das Interesse halt an unter anderem der Kommunikation mit den Zonen im Langsamen. Und ja, das Buch fängt damit an, dass man im Prinzip halt eine Menschengruppe es geschafft hat, sich aus dem Langsamen unterliegt schnell halt ins Jenseits vorzuarbeiten und dort die Raumfahrt aufzugreifen und machen halt entsenden Kolonien, gründen Kolonien halt und eine auch dann im oberen Jenseits und die wagen dann den Sprung ins Transzens, entdecken ein altes, verlassenes, vom Netz abgefallenes Archiv und denken, sie haben einen Schatz gefunden. Was sie wirklich gefunden haben, ist die Blight, also die Pest. Das ist eine technologische Superintelligenz, die halt bösartig ist und die alles vereinnahmt, alles auffrisst, alles aufsaugt, wie quasi so ein Schwamm halt und also ein bisschen wie die Borg könnte man sich vielleicht vorstellen, halt aber superintelligent. Und ja, die blüht auf, versklavt die Menschen und frisst sich so langsam durch die Galaxis halt. Es gibt noch eine Gruppe von Menschen, die können mit 2 Containern fliehen, in der quasi das Gegenmittel enthalten ist und oder die Hoffnung auf das Gegenmittel und die fliehen dann so
quasi zum Grund des Jenseits, also ganz nah ans Langsam, wo dann halt die Technologie weiter nicht so möglich ist. Und ja, es entsteht ein Wettrennen halt. Sie sind gestrandet dort unten, sind halt mit einem von zwei Schiffen entkommen. Das erste Schiff wurde sofort schon abgeschossen und das andere wurde halt beschädigt und kommt dann da unten irgendwo an. Und die Technologie versagt halt, je näher man dem langsam kommt. Ja, es gibt noch das Relais, das ist so quasi ein Knotenpunkt, das ist so ein Verteilerknoten in diesem Netz der 1000 Lügen, also im Prinzip in diesem galaxisumspannenden Internet. Und ja, wir erleben das Ganze so ein bisschen aus der Sicht einer Bibliothekarin, die halt da diesen Relaisknoten, dieses Archiv mitbetreut. Und ja, dort wird auch eine Rettungsaktion entsandt, halt mit Hilfe einer Superintelligenz. Die schickt noch einen abgesandten Apparat. Das hat so ein bisschen theologische Anflüge auch noch, was ich ganz witzig finde. Aber Technologie, die so weit fortgeschritten ist, ist natürlich dann irgendwann für nicht so hochstehende Wesen nicht von Magie oder nicht von Göttlichem zu unterscheiden. Und das wird dann einfach theologisch magisch behandelt. Und ja, ganz witziger Entwurf. Es spinnt ein Wettrennen halt gegen die Pest, die sich wirklich unaufhaltsam in den Kern frisst. Die Superintelligenz wird getötet, Relais wird vernichtet und ja, am Schluss steht es auf Messerschneide. Und ja, spannende Lösung, interessante Enthüllung auch. Und ja, guckt auf jeden Fall mal rein in den Roman. Es lohnt sich halt. Ne? Und ja, ich hatte mir auf meinem Zettel natürlich ein bisschen mehr aufgeschrieben halt. Ne? Vielleicht. Ja, was man so sieht, vielleicht ist so der Unterschied. Cozy Science Fiction könnte man das vielleicht nennen, so was Perry Rhodan ist. Es ist halt einfach nur eine Serie, die unterhalten soll. Man hat eine harte Woche gehabt und dann läutet der Perry das Wochenende ein. Man entspannt sich, man wird so ein bisschen gefordert und entspannt. Also gleich spannend und entspannt halt. Ne? Das ist so, man wird gefordert, aber nicht überfordert halt. Ne? Und das ist so einfach Abenteuer-Science-Fiction, die Spaß macht, wo man sich gut bei entspannen kann. Und auf der anderen Seite stehen natürlich so, ich nenne sie mal Hardcore-bahnbrechende Romane halt. Ne? Da würde ich jetzt einfach mal so Dinge wie der Wüstenplanet reinpacken. Den Herr der Ringe natürlich. Das ist auch so ein Roman, den man anmerkt, dass da einer jahrzehntelang gefeilt hat an dieser Welt. Es wurden mehrere Sprachen von Tolkien entwickelt und das Elbische unter anderem. Ich glaube sogar mehreren Dialekten oder mehreren Sprachversionen. Und man merkt halt, dieser Weltenbau ist halt riesig aufgewachsen. Es gibt eine Kosmologie, es gibt eine Entstehungsgeschichte, es gibt Zeitalter, es gibt riesige Vorgeschichten dazu. Und es gibt den kleinen Hobbit, das ist so, ja, das ist schon auch eine sehr entspannende Fantasy halt, die kann man auch recht entspannt lesen. Wobei der Herr der Ringe dann schon wieder düster ist, da steckt mehr dahinter. Na, man könnte vielleicht auch die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts da verorten halt, wie den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und ja, also man merkt halt schon, das sind so Romane halt, die schreibt nicht mal einer so in 2, 3 Monaten runter. Sondern da stecken wirklich Jahre bis Jahrzehnte Arbeit im Weltenbau drin, in der Geschichte. Und ich glaube, bei solchen Romanen, das merkt man denen auch an. Also wirklich Romane, die halt so lange gereift sind, halt in der Vorbereitung, im Handling, im Schreiben, wie halt auf jeden Fall der Herr der Ringe, der Wüstenplanet auch, der ist, glaube ich, auch, da stecken bestimmt locker 10 Jahre Arbeit drin in so einem Roman halt. Ne? Und ich weiß nicht, wie lange an einem Feuer auf der Tiefe gearbeitet wurde, aber ich glaube, so ganz viele Bücher hat Werner Winsch nicht geschrieben. Ich denke mal, ich würde darauf tippen, dass das auch recht viel Vorbereitungsarbeit ist. Und ja, das sind so Romane halt, wo man sich denkt, wow, sowas habe ich vorher noch nie gelesen und das erweitert dann einfach auch den Horizont. Das sind so umschmeichelt eigentlich, es ist so wirklich so, sind so, es ist so ein bisschen der große Stein, der halt einschlägt und die Mauer einreißt, halt im Kopf. Ja, so ein großer Katapultstein halt, ne, und der einfach eine Bresche in die Mauern des Denkens, des eigenen Denkens reißt und ja, dann auch einfach eine neue Welt eröffnet. Man guckt außerhalb der Mauer, was ist denn da los, was gibt es denn da? Und ja, ich glaube, das sind so wirklich Science-Fiction-Romane, die sich wirklich lohnen und worauf ich auch Lust machen möchte halt, ne? Das ist so. Ich habe noch einen Blogartikel bei mir auf der Webseite www.hydrogol.de. Guckt mal nach den 10 Büchern, die mich geflasht haben. Da gab es so eine Challenge und da sind halt auch einige Bücher mehr drin, die einfach dann, wo ich sagen würde, wow, sowas habe ich noch nie gelesen. Sowas erweitert meinen Horizont und
Ja, das ist der Grund, glaube ich, warum man gute Science Fiction lesen sollte. Und ja, guckt mal rein, guckt es euch an und ja, habt Spaß dabei. Ja, was gibt es sonst so Schönes? Am Wochenende war ich fleißig unterwegs. Genau, ich war auf der. Es gab die Woche der Nachhaltigkeit. Es gab wohl einen gemütlichen Mauerabend. Es gab Filmvorführungen, es gab einen Themenabend. Und das ist die Herbstzeit, das ist so bei uns im Dorf aktiv. Das ist wirklich ein sehr, sehr rühriger Verein. Die haben das alte Küsterhaus bei uns renoviert. Ja, die machen viele Veranstaltungen. Es gibt Kaffee, es gibt die Dählenzeit. Man kann sich da zusammentreffen. Man kann das Küsterhaus mieten, halt auch für Veranstaltungen. Und ja, es gibt so Radlertreffs und den Bauernmarkt gab es. Es gab halt eine Saftpressaktion. Man konnte halt dann seine ganzen vielen Äpfel vorbeibringen. Die wurden dann gepresst zu Apfelsaft halt und von so mit der großen Maschine. Und es gab einen tollen Bauernmarkt halt, ne, wirklich, da gab es halt wirklich alles zu sehen. Es gab Honig, es gab die Jäger waren da. Es gab so ein bisschen Solartechnik halt zum Trocknen von Obst. Es gab Kürbisse, es gab Alpakas. Ja, war auch ganz interessant. Ich hätte nicht gewusst, dass die Tiere, sie sind relativ klein. Also war doch ganz toll. Also nicht so groß wie ein Lama, die man sonst immer im Kopf hat, aber die waren schon etwas kleiner. Also wirklich. Ja, da war ich mit zugange. Ich hatte unter anderem auch Äpfel gepflückt und mich da ein bisschen hingestellt. Ich hatte meine Bücher dann auch mal hingestellt. Gut, war natürlich jetzt nicht das Science-Fiction-Publikum, aber ein bisschen was bin ich losgeworden. Also ganz unzufrieden bin ich nicht. Von daher, ja, war ein ganz interessantes Erlebnis, so mein erster Stand mal. Und ja, deswegen war ich am Wochenende jetzt auch halt unterwegs und habe mich mit anderen Dingen auch beschäftigt. Ja, finde ich ganz schön und hat sich gelohnt. War ein schönes Wochenende und arbeitsam. Ich habe so ein bisschen mehr gemacht, wie ich sonst normalerweise mache. Normal sitzt man ja immer zu Hause vorm Schreibtisch und schreibt Bücher oder macht Science-Fiction-Videos, liest Peri Rodan und ja, war mal ganz gut, so mal rauszukommen und ja, das Dorfleben so ein bisschen zu erleben. Also Buhl wird gespielt ab und zu abends, dann kann man einen Abend mal so ein bisschen sich entspannen, ein paar Kugeln schmeißen und sich mit den Kollegen unterhalten. Ja, ich würde sagen, lasst das dabei gut sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Genießt den Rest vom Sonntag. Kommt gut in die nächste Woche. Man sieht sich. Macht's gut und tschüss.